Servus, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Ziemlich exakt eine Woche nachdem der liebe Cookie das Testvideo zur KTM 1290 Super Adventure S online gestellt hat, ist es meiner Meinung nach Zeit für ein Q&A-Video. Eure Questions, meine Answers, und geht schon los. Es ist einiges zusammengekommen. Klasse, Lasse TV fragt: Moin Lungs. Wie lässt sich die KTM mit den komplett neuen Schaltern bedienen? Im Video auf den Bildern sehen die Teile riesig aus. Er fragt auch haptisches Feedback, Beleuchtung. Also riesig ist einmal, da man das ja dann meistens mit Handschuhen bedient, es kann nie zu groß sein. Man kommt aber gut hin. Ja, also mit dem Daumen kommt man auf dieses Bedienfeld sehr gut hin. Das passt einmal. Die Haptik an sich, auch wenn man es jetzt ohne Handschuh bedient, das ist sehr in Ordnung und das ist auf alle Fälle besser und auch optisch schöner als bei der Vorgängerin. Die Bedienung an sich ist bei KTM, bei der neuen, so wie bei der alten, also es ist wirklich richtig gut intuitiv. Du startest es mit dem rechten Knopf und dann gehst drauf und runter. Und je mehr du den rechten Knopf drückst, desto mehr tauchst du in dieses Menü ein oder hinein. Beleuchtung, abschaltbar oder nicht. Ja, aber ich wollte schon sagen, oder ich habe mir schon vorbereitet, ja, wenn ich in einen Tunnel hineinfahre, ist es ja nicht schlecht, wenn ich es beleuchtet habe, und man kann die Beleuchtung halt immer eingeschalten lassen, weil so viel Strom frisst das auch nicht. In Wahrheit kann man es aber eigentlich auch deaktivieren, weil wenn es so intuitiv bedienbar ist, dann muss ich eh nicht hinschauen. Also dann brauche ich es auch nicht beleuchtet. Was mir noch aufgefallen ist bezüglich Bedienelemente, ist dieser ACC-Schalter für diese Cruise Control, für diese Adaptive, also mit dem Abstandsradar, ist an einem Punkt zu aktivieren oder wieder aktivieren, wo andere Motorräder irgendwie den Blinker haben könnten. Also ich bin es irgendwie schon, dadurch, dass ich so viele verschiedene Motorradeln fahre, habe ich mir angewöhnt, dass ich es einfach recht schnell schaffe, diesen Blinker zu finden und auch die anderen Elemente. Aber ich finde es interessant, dass KTM es geschafft hat, den Knopf da an dieser Position positionieren zu dürfen, weil da könnte man doch glatt einmal draufdrücken, wenn man den Blinker sucht. Aber das sind Spitzfindigkeiten, es funktioniert ausgezeichnet und die Bedienelemente sind, wie gesagt, haptisch und von der Funktion her total in Ordnung. Der Love Thigh Tuber schreibt: Hallo, treibt die neue noch immer so an wie ihre Vorgängerin? Frage für einen Freund. Also ich kann dir bzw. deinem Freund sagen, ja, das marschiert mörderisch. Das ist, die alte war ein arges Eisen, die neue macht das genauso. Dieser 1300 Kubikmotor, das schiebt ganz arg an. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass ich bei meinem Testvideo auf Fuerteventura das in meiner Euphorie sehr gut rübergebracht habe. Falls nicht, noch einmal jetzt, beziehungsweise noch zur Euphorie, zu meiner Euphorie. Es haben sich viele in Kommentaren beschwert und haben mich darauf hingewiesen, dass ich den Wolf sehr oft nicht ausreden habe lassen, dass ich ihm oft ins Wort gefallen bin. Also es war wirklich nicht böse gemeint. Wenn ich euphorisch bin, das hat auch einer in einem Kommentar geschrieben, ich glaube, der Fauli meint das gar nicht mal so böse. Der ist einfach so, wenn er da in einem Schwall ist, redet er. Aber ich muss schon auch sagen, wenn das so viele oder einige schreiben, vor allem, wenn mich wer nicht mag, na, kann ich es eh nicht ändern. Aber wenn das Leute schreiben, die sagen, hey, ich mag deine Videos ganz gern, aber da bist dem Wolf zu oft ins Wort gefallen, muss ich mich entschuldigen, nehme das zur Kenntnis, bin reflektiert, so heißt das ja so schön. Und ihr seht eh, was die Konsequenz daraus ist. Einzelvideo. Niemand mehr dabei. Vielleicht kriege ich irgendwann eine Stoffficht dahergesetzt, mit dem ich dann diskutieren kann. Aber noch zur Euphorie und zur KTM. Ich habe ja dann auch einmal trockene Stellen gehabt auf diesen echt guten, gut asphaltierten Straßen auf Fuerteventura. Da habe ich dann richtig gemerkt, wie leiwand du dieses Motorrad fahren kannst. Wie arg, also aggressiv ist falsch, weil der Motor stampft und geht echt heftig ans Gas, aber das ist super kontrollierbar. Also die ist, die Vorgängerin war Wahnsinn, die ist es jetzt immer noch. So, Alexander Kitsch fragt: Hallo liebes 1000 PS Team, könnt ihr schon etwas zu den Windgeräuschen am Helm sagen? Er hat bei seiner 2017er Sassi starke Luftverwirbelungen. Er ist 1,90 Meter. Nun, ich bin 1,83 Meter. Ich erwähne das so oft, kurze Haxen, langer Oberkörper. Das heißt, ich könnte schon auch groß sein am Motorrad. Ich sitze aber sehr buckelt drauf, nennen wir es sportlich. Die anderen Tester, die halt auch ungefähr meine Größe hatten, haben, so wie ich, alle befunden, das Windschild ist
gut, weil der Kopf schön im Wind geführt wird und man schaut übers Schild drüber. Also es gibt Motorradeln, wo du durchs Schild durchschauen musst. Wenn du es nicht runterstellst, ist es eh verstellbar. Aber in der höchsten Stufe habe ich befunden, da liegt der Helm echt angenehm und gut im Wind. Wenn man es jetzt mit dem Platzhirschen BMW GS vergleicht, die hat, glaube ich, schon ein größeres und kann man jetzt urteilen, wie man will, besseres Windschild. Aber das von der KTM ist auf alle Fälle schon sehr gut, groß genug für mein Empfinden, mit meiner Größe und auch für die anderen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass 1,90 tatsächlich dann schon halt wirklich noch um einiges größer ist, dass es für dich dann halt vielleicht doch zu wenig hoch ist. Aber es gibt Nachrüstschilde und die kann man ja dann sozusagen ausprobieren. Also das sind so Sachen, für mich war es okay, müsste man schauen, lieber Alexander, wie das für dich ist. Der Andreas D. schreibt, Servus Fauli, KTM spricht beim Fahrwerk von unerreichter Wendigkeit. Die Super Adventure S war bisher immer sportlicher und härter abgestimmt als die bayerische Groß Enduro. Wie hat sich das durch das neue semiaktive WP-Fahrwerk geändert? Nun, zu der unerreichten Wendigkeit. Die neue ist vom Grundgerüst her, also von der Konzeption her, so wie die alte, eine KTM-Reise-Enduro, die auch nicht jetzt verbergen will, dass sie sportlicher angehen kann. Es sind einige Dinge verändert, eben der Lenkkopfwinkel ein bisschen näher ran und die Tanks auf der Seite runter. Das heißt, ein bisschen ein besserer Schwerpunkt, ein bisschen gedrungener, längere Schwinge bei gleichem Radstand. Das heißt, mehr Stabilität bei gleicher Handlichkeit. Und das ist nun mal so, das kann diese KTM und das kann sie richtig gut. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur kurz zurückspulen, wo ich gesagt habe, ja, die ist noch immer so arg. Ich dachte, ich hätte es bei meinem Testvideo erwähnt, aber das ist echt leicht und sportlich zu fahren. Bezüglich semiaktivem Fahrwerk, das hat ja klarerweise den Vorteil, dass wenn man zu zweit fährt mit Gepäck, dass es sich automatisiert einstellen kann auf das Gewicht. Und man kann es aber selber auch noch verstellen. Und da hat die KTM diesen Vorteil, dass man schon wirklich sehr viel einstellen kann. Das Preload Adjustment 10-fach. Also da sind echt viele Möglichkeiten, das vom Lenker aus zu bedienen. Direkter Vergleich mit der GS, ja, das müssen wir herausfahren. Das möchte ich echt dann im direkten Vergleich abchecken, weil jetzt von der Ferne, es ist schon wieder länger her, klarerweise, dass ich die BMW gefahren bin und die KTM, sie haben natürlich aufgeholt. Also man muss schon sagen, so ein semiaktives Fahrwerk in seiner Einstellung in der Mitte trifft das fix 80-90% der Geschmäcker der Leute. Natürlich ist das immer ein Komfortgewinn, so ein semiaktives Fahrwerk, daher auch bei der KTM meiner Meinung nach ein guter Kompromiss. Onkel Ramirez, der liebe Onkel, fragt, besteht die Hoffnung, dass die Designabteilung von KTM in Erwägung zieht, zumindest einmal ein anderes Insekt als Vorlage für ihre Radeln zu nehmen? Ja, lieber Onkel, KTM hat diesen Stil überhaupt einmal ins Leben gerufen, zelebriert ihn, prägt ihn, die kommen da schwer raus. Also die haben dieses Insektoide geschaut da vorne bei allen Modellen. Ich finde es jetzt bei der neuen Sassi, ja, schwer zu sagen. Ich sage aber auch gern, die anderen sind auch nicht viel schöner. Zum Beispiel bei der Super Duke Air taugt es mir schon sehr. Dieses Reduzierte, es passt und man erkennt die KTM oder man erkennt die KTMs, die schauen halt alles so aus und die Verkaufszahlen geben ihnen in Wahrheit natürlich recht. Also wenn man sich da jetzt als Einzelkunde was anderes wünscht, werden sie wahrscheinlich sagen, ja, aber viele andere wollen es. Also lieber Onkel, grundsätzlich sind wir uns da eh einig, ich brauche es auch nicht auf allen KTMs und vor allem eine Reise-Enduro mit so einem riesen Geschau davon, aber es ist markant. Also man kann es definitiv nicht verwechseln. So. Espero 7757 sagt, habt ihr an KTM auch die Frage stellen können, ob sie eine Qualitätsoffensive vorhaben? Nein, aber die werden auch immer besser. Und das habe ich schon bei den Bedienelementen gesagt, die schauen besser aus und die sind auch von der Haptik her angenehm. Und das ist alles, es wird schon alles besser. Auch das TFT-Display ist größer, ist noch besser ablesbar. Also ich finde, KTM
hat eh Riesenschritte gemacht und es gibt immer Probleme, aber bei anderen Herstellern auch. Und ich glaube, dass diese neue 1290 Super Adventure S auch von der Qualität her schon gut dasteht. Wir fahren die natürlich bei den Tests nicht ewig und über Langzeitgeschichten muss man sich das dann anschauen. Aber die sind ja auch nicht blöd, die hören ja auch den Leuten zu und regeln das dann alles. Dietmar Abt sagt, gutes Video, lohnt sich ein Wechsel von der KTM 1290 Adventure S, Super Adventure S auf die 21er, also 20 auf 21? Jein, also ich habe schon gesagt, dass die alte vom Antritt her genauso gut war, dass auch die Reisetauglichkeit schon gegeben war. Das ist aber wiederum der Punkt, der bei der neuen besser ist. Also sie ist sicher komfortabler, sie ist mit dem semiaktiven Fahrwerk noch besser. Wer jetzt wirklich sich denkt, ich will eine sportliche Großreise-Enduro und ich will, dass die ordentlich schmalz hat und anschiebt, dann kannst du bei der alten bleiben. Natürlich geht es weiter mit der Technologie und dieses Adaptive Cruise Control System mit dem Radar, das kannst du auf der alten nicht haben. Das hat halt nur die neue. Und wenn du auf sowas Wert legst und mehr Elektronik und bessere Sachen, dann die neue. Jetzt von der Optik her, sie schauen sich schon sehr ähnlich. Also nicht zwingend notwendig, aber klarerweise ist die neue schon besser. Der Ludwig Büchel fragt, warum keine Tests in Österreich mit der KTM? Dann kann man sich diese dumme PCR-Testerei schenken. Ja, da grundsätzlich zu den Testereien. Das sind ja meistens weltweite Präsentationen. Da werden von der ganzen Welt die Journalisten eingeflogen. Und da sollte man dann halt schon einen Punkt wählen, wo alle ganz gut hinkommen, was zwar bei Fuerteventura jetzt gar nicht einmal so sehr der Fall ist. Das ist ja schon recht exponiert, diese Insel, auch für andere Länder. Aber in dem Fall war es einfach diese Wettersicherheit, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass es dort schön ist. Dass es bei mir geschifft hat, wie immer, ist eh wieder eine andere Sache. Aber ansonsten hast du dort natürlich schöneres Wetter und auch höhere Temperaturen als bei uns, wo es ja jetzt gerade wieder mal um den Gefrierpunkt hat oder sogar weit drunter. Also das ist der Grund, warum das dort gemacht wird und nicht bei uns in Österreich. So, Chris Vapor oder Chris Vapor, danke für den tollen Test, was ihr leider noch nicht erwähnt habt im Video. Wie sieht es mit einem Navi aus? Kann man das spiegeln, so wie, also kann man ein Handy spiegeln, wie bei der Multistrada Ducati V4? Da hat der Wolf schon geantwortet, es gibt die KTM MyRide App. Ich möchte es nur kurz sprachlich ausführen, falls wer das die Antwort von Wolf nicht gelesen hat. Da kann man das Motorrad mit dem Handy verbinden und sich die Navigation per Pfeil-Symbole auf das Display schicken lassen. Das Display an sich ist sehr groß, das heißt, diese Pfeile sind schon gut ablesbar. Man kann aber nicht das ganze Handy drauf spiegeln, das funktioniert nicht. Also die Navigation mit Pfeilsymbolen, ja, scheinbar, wenn das wer braucht, ist dann der andere Hersteller halt voraus. Klarerweise einige Kommentare zu dem ACC, zu dieser Adaptive Cruise Control, die mit Radar den Abstand hält zum Vordermann. Der Lowy oder die Lowy, gutes Video, aber warum wird so ein, Entschuldigung, er schreibt es, Geschiss um dieses Radargedöns gemacht? Wer fährt denn so viel Autobahn, dass sich das lohnt? Autobahn ist todlangweilig. Ich habe ihm auch geantwortet und möchte es noch einmal sprachlich machen. Du hast vollkommen recht, Autobahn und Motorrad passt nicht immer zusammen, aber wenn es um ein Tourenmotorrad, um ein Reisemotorrad geht, wie die Sassi nun mal eines ist, finde ich es schon in Ordnung, wenn man Verbindungsetappen halt einmal auf der Autobahn zurücklegen muss und dann ist diese ACC Cruise Control eben schon sinnvoll. Vor allem, und das hat der Wolf auch eben gut im Video rübergebracht, du kannst das dadurch, dass sie zum Vordermann den Abstand einhält, musst nicht dauernd den Tempomat bedienen, weil das ist dann natürlich wirklich anstrengend, wenn du jetzt sozusagen eine Geschwindigkeit halten willst, dann kommt da vorne einer, du musst das abdrehen, wieder aufdrehen, das macht das System dann von selber. Der Jochen Bühler schreibt, es ist doch zu zweit nicht so schwer, dass beide sich zu einem Thema äußern können, ohne dass man sich ständig das Wort bildet. Ja, das habe ich eh schon mich entschuldigt bei euch und beim Wolf. Und ich kann dazu nur sagen, der Wolf und ich, wir machen jetzt dann
eine Paartherapie. Also ich mache keine und der Wolf macht ein paar Therapien. Aber solche Schmähs kann ich natürlich nur machen, weil ich weiß, dass der Wolf ein irrsinnig witziger und verständnisvoller Mensch ist und mir nicht böse ist, wenn ich sowas sage. Nun aber zur echten Frage. Mich würde interessieren, wie schnell ACC reagiert, wenn ein anderes Fahrzeug in die Lücke stößt oder andere Fahrzeuge in die Lücke stößt. Nun, also Gott sei Dank hat mich niemand so überholt, dass er dann in meine Lücke gestoßen ist. Das hätte ich nicht erlaubt, weil ich ja den gewissen Abstand zum Vordermann, ich habe nicht viel freigelassen. Und da muss ich schon sagen, das ACC kann man so einstellen. Auf die nächste Stufe war das tatsächlich so, dass sich hinter mir niemand denken musste, kann der bitte mal aufschließen? Nein, das ist schon knapp genug, aber nicht so knapp, dass man Angst hat. Und wenn dann wer reinfährt, beziehungsweise ich bin ja dann auch einmal so gefahren, dass wieder ein anderer hinter, also vor mir war, und da reagiert das System mit Bremseingriff, spürbar, aber nicht unkontrollierbar. Also du merkst das schon, dass da jetzt das Motorrad von selber bremst, aber du hast es unter Kontrolle. Also das passt schon, aber so direkt reingeschossen ist mir keiner. Hätte ich jetzt auch nicht so leiwand gefunden, kann daher jetzt nicht sagen, wie das System dann reagiert, aber es wird schon ordentlich abbremsen. Und hat es eben auch gemacht, wie ich dann auf einen anderen schneller hingefahren bin. Der Tobias Schaf fragt bezüglich ACC, wenn man das auf 120 einstellt und dann stärker runterbremsen muss, was passiert, wenn die Drehzahl stark abfällt? Und das, ich habe ihm auch geantwortet und jetzt auch noch per Ton. Das System funktioniert zwischen 30 und 150 und wenn dann es so ist, dass es auf bis 30 km/h runtergeht, kann man auch im sechsten Gang bleiben. Ja? Der Motor ist so elastisch, dass bei 30 km/h, und jetzt geht der Verkehr, sagen wir, wieder normal weiter, ich habe das halt in der Stadt gemacht, zieht er dann wieder hoch. Wobei ich halt in der Stadt, wenn es der Fall war, dass wir recht langsam unterwegs waren, habe ich runtergeschalten, weil das System kann auch den Schaltvorgang sogar mit Kupplung akzeptieren und dreht den Tempomaten nicht ab. Ja? Also ich kann auch in die vierte und in die dritte runterschalten und das System bleibt aktiv mit dem Abstandsradar. Und ja, wie gesagt, dann habe ich das sogar in der sechsten gemacht und dann zieht die Maschine hoch. Ist jetzt sicher nicht so, wenn das hoch geht, dauert halt auch ein bisschen. Aber es ist komfortabel und es wirkt den Motor nicht ab. Also es war auch die Frage von jemandem, wirkt das ACC das Moped dann nicht ab? Nein, weil unter 30 schaltet sich's ab und dann musst du selber schauen, dass der Motor nicht abgewürgt wird. Fazit zu ACC vielleicht, es ist eine Spielerei, ich rede schon wieder viel drüber, weil das halt was relativ Neues ist. Es ist am Motorrad fix verbaut, das heißt, ihr müsst es nicht verwenden. Also man kann es abschalten, man hat die Möglichkeit, es zu verwenden. Es ist aber die erlaubte Kritik, na, hätte man es nicht als optionales Zubehör nehmen können, dann hätten es die, die es wollen, dazu kaufen können und die Maschine wäre ein bisschen billiger geworden. Ja, lasse ich gelten, aber man wollte da halt offensichtlich ein Vorreiter sein, weil damit ist man der erste Hersteller, der das fix dabei hat. Und ja, die letzte Frage, Jochen Bühler nochmal. Er findet sehr gut, dass die Höhe des Fahrzeugs 10-stufig in der Vorstellung, also das Preload Adjustment, eingestellt werden kann. Und es gibt ja auch diese Anti-Dive-Funktion, die mit dem Telelever von BMW vergleichbar ist. Natürlich funktioniert das System anders. Ob da jetzt diese Anti-Dive-Funktion besser ist von der Sassi als von der BMW? Ich sage ganz ehrlich, das möchte ich in einem direkten Vergleich herausfahren, weil die BMW ist mir zu weit weg jetzt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus meinem wunderbar gefühlten Hirn, dass es bei der BMW mir auffällt und dass es vielen Leuten auffällt. Nicht zwangsweise negativ, immerhin hat das System den Vorteil und auch dieses Anti-Dive-System von KTM, dass man vorne nicht mehr eintaucht. Bei der BMW bleibt dadurch der volle Federweg erhalten, wenn dann einmal ein Stoß kommt, sagen wir vor einer Kurve. Und wenn man zu zweit fährt, hat es natürlich auch den Vorteil, dass der Hintermann nicht so viel an den Vordermann, an den Helm dran knallt. Das heißt, die Maschine bleibt vorne auch stabil. Und das imitiert bzw. macht die Sassi elektronisch mit diesem Anti-Dive. Ich habe es eben kurz ausprobiert. Es ist einfach ein bisschen anders und ich habe es wieder rausgehaut. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wer jetzt gern so die Front spürt, wer jetzt auch tatsächlich eintaucht, weil das so gewohnt ist, und sind wir uns ehrlich, so lang gibt es diese Systeme noch nicht, die meisten von uns sind wahrscheinlich noch Motorrad gefahren, wo es eintaucht,
dann will man das vielleicht auch so haben, weil es komisch ist, wenn man es nicht hat. Aber ja, möchte ich herausfahren in einem direkten Vergleich mit der 1250 GS von BMW. Und das wird sich definitiv und sicher ergeben in der heurigen Saison. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ich habe da ziemlich viel für euch noch verarbeiten können und beantworten können. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Abonniert unseren Kanal, schaut alle anderen Videos. Ja, und von mir nur mehr ein liebes und höfliches Tschüssi!